Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und da war eine Libelle. Oh mein Gott. Es gibt hier tatsächlich andere Tiere. Okay. Heute spüren wir den Macker von dem Mädel auf, der hier irgendwo sein muss. Und ich sehe da hinten schon irgendwas glitzern. Ich vermute mal, es ist nicht seine Leiche, sondern ein Lagerfeuer. Ist überhaupt gar nicht zu ahnen. Gut, hier hat er also gecampt. Ah, eine Libelle. Ich habe sie wieder gesehen. Da ist sie. Oh, keine Maschine. Hier sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Ich weiß schon, wo er ist. Wir waren da schon mal, als wir auf Erkundungstour waren. Und zwar bei diesem komischen Leuchtturm. Ach so, das ist zum Festhalten. Ich dachte, wer macht denn da random irgendwas dran? Ja, da verhält man sich fest, ob man nicht runterfliegt. Lol. So, wir wissen also schon, was uns erwartet. Hey, rede! Oder ich schneide dir noch einen Finger ab. Achso. Für wen war das Signal? Lass den armen Typ doch in Ruhe. Der kann doch einfach sagen, ja, ich habe eine Ische. Und das war's. Er soll reden. Hier sind ganz schön viele Wachen. Dass der mit uns vielleicht gibt es noch einen Eingang. Ich sag's dir, überall Verräter. Na, ich weiß nicht. Hast du es gibt einen anderen Eingang? Der hier vielleicht? Nein. Das letzte Mal habe ich sie auch alle fertig gemacht. Hä? Okay, du kannst dich da nicht festhalten. Ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht warum. Ganz alles möglich, aber du kannst dich nicht an so einem scheiß Holzstück festhalten. Sie sollen da jede Menge zu essen haben. Und wenn, macht sie. Ich scheiß auf den anderen Eingang. Bin ich ganz ehrlich jetzt. Scheiß ich drauf. Huch. Ich bin gar nicht hier. Ey, Mann! Du hast nichts gesehen. Oh Gott! Wie konnte ich verfehlen? Wie konnte ich verfehlen? Ich bin so behindert. Ah Gott. Ich verstecke mich einfach hier. Oder ich kletter hier hoch. Hab den anderen Eingang gefunden. Ist ein bisschen zu spät dafür. Erstmal sollte ich warten, bis die mich vergessen haben, ne? Ich kann mich hier nämlich nirgendwo verstecken. Ja, guck mal, ein Langhals. Kennen wir schon. Oh Gott. Mach doch deinen scheiß stillen Schlag, Mann. Na! Ah! Bleib im Schatten. Sie wollte den stillen Schlag nicht machen, obwohl es da stand. Wir haben ein Störenfried hier rumlaufen, Junge. Findet ihn. Du hast nichts gesehen, Dude. Komm, untersuch die Leiche. Tu mir den Gefallen. Ah, verdammt. Gebrochen. Könnte mein Ende bedeuten. Dreck. Ich war schon mal besser. Werft ihr jetzt hier random Granaten durch die Gegend? Oh Gott, da kommt noch einer. Ihr Mistkerle. Reißt euch zusammen, ihr Mistkerle. Schenkt mir keine Beachtung. Wo schießt du denn hin? Ich bin da noch im Leben nicht. Kommt der nächste hoch. Kommst du hierher? Die Augen offen halten. Ich schaffe es vielleicht. Ach, verdammt. Verliert sie ja nicht. Wie sie sich da aufreihen. Oh, die sind schon mal ganz schizophren.
Oh, finde ich gut. Aber ich glaube, es kommt keiner mehr hoch. Sagte er, und da kam einer hoch. Augen auf! Sie versucht es oben herum. Ist sie noch hier? Nein, ist sie nicht. Bitte. Viel länger halte ich nicht durch. Da oben ist jemand, ganz bestimmt. Oh, er hat sich selbst hochgejagt. Schön, einfach schön. Ja, komm, das Stück schaffst du noch. Sieh mal an, du hast einen Speer im Nacken. Oh. Müssen Sie finden. Das hab ich mir fast gedacht. Sie klettert um. Verdammt. Na komm her, trau dich. Möge sich der Himmel verdunkeln. Das reicht. Du bist aus dem Maul. Du schlägst einfach eine Frau. Das ist nicht erlaubt. Nicht in meiner Gegend. So. Untersuchen wir mal den Menschenhaufen hier. Ah. Ein Vorzeigebild für die Idioten von NPCs. So ist gut. Und der Typ ist da unten. Okay. Ich komme. Halt durch. Sterbe bitte nicht vor Langeweile. Hä? Bin ich zu tief? Ich glaube, ich bin ein zu tief runtergesprungen. Atral. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida. Ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo. In die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida, sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Atral? Armer Atral. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Der Schlüssel war es wert. Okay. Wir nehmen das einfach mal so hin. So, einmal die Leichen untersuchen. Vielleicht hätte ich ein bisschen länger warten sollen, dann hätten mich gar nicht erst entdeckt. Dann hätte ich mich langweilig durch die Gegend schleichen müssen. Komm schon. Komm schon. Ah! Okay, okay. Mir geht's gut. I'm fine. Ich habe keine Heilung mehr. Ich habe absolut gar nichts mehr an Heilung, ey. Ja, das wird awesome. Darum spiele ich auch schwer. So. Na gut, schwimmen wir mal rüber. Aber ich muss schon sagen, das sieht echt gut aus. Ich finde es ja faszinierend, man muss dazu sagen, ich bin ein alter Sack. Ich bin ein alter Sack. Ich habe damals schon König der Löwen gespielt auf dem Sega. Und auf den Sega Master System. Und wenn man so die Grafiken jetzt vergleicht. Ich bin froh, in dieser Zeit geboren zu sein. So habe ich wenigstens den Wert von Grafik zu schätzen gelernt. Auch wenn sie noch ein bisschen am Himmel arbeiten müssen. Die Sterne sehen noch ein bisschen zu, ja, unecht aus. Obwohl sie funkeln. Wobei Sterne funkeln eigentlich nicht. Ich habe einen Fehler in der Matrix gefunden. Sterne funkeln nicht. Oh mein Gott. Irgendein Noob hat da wahrscheinlich einen Sternenhimmel gemacht. Hat wahrscheinlich nie einen Sternenhimmel gesehen. Na gut, wenn man irgendwo da in Amerika wohnt, ist das klar. Wie, ich muss doch weiter. Die Olle war doch hier. Ach, wieso ist sie jetzt nach Hause gelaufen? Wieso hört sie ja überhaupt auf mich? Ich hätte schnell reisen sollen. Wieso hört man auf mich?
den Scheißdreck direkt dazu gesagt. Naja. Gut, dann haben wir hier noch in der Stadt eine Quest, bevor wir uns dann allmählich zur Main-Quest durcharbeiten. Und ich will ehrlich gesagt jetzt wissen, wie das hier langsam ausgeht. Was war jetzt das Horizon-Projekt? Ich meine, klar, wir haben viel von der Vorbereitung erfahren. Wir haben einiges von dem Projekt auch erfahren, aber nie genau, was es jetzt war. Sie haben einfach nur Zeit geschindet. Das wissen wir bisher. Projekt Horizon. Wir haben ja diese eine Kapsel gefunden, ne? Die Maschinen gutartig werden ließ. Ich glaube, das ist ein Teil von Horizon. Vielleicht war es sogar Horizon. Vielleicht ist es dieses Teil Horizon. Man weiß es nicht. Vielleicht war es die einzige Hoffnung der Menschheit. Und wir haben es nicht gewusst und haben es zerstört. Das wäre schon bitter, ne? Oh, meine armen Füße. Ich war unter dem alten König Wache. Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Es steht mehr auf dem Spiel als ihr beide. Du bist nicht allein. Es steht mehr auf dem Spiel als ihr beide. Denk doch mal nach! Wenn du stirbst, wer spricht dann für Atral? Wer spricht für all die Schattenkaja wie er? Niemand wird mir zuhören. Niemand kann zuhören, wenn du tot bist. Lass deine Stimme hören. Du kannst als Einzige hier für sie sprechen. Kämpf für Atral und für seine Freunde. Lass niemanden vergessen, dass ihr ein Volk wart. Wirst du das tun? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Okay, holen wir ihren Vater. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ist irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit. Da gehen wir doch mal hin. Es geht um Atral, Vater. Wir waren zusammen. Ich wollte nicht das. Atral? Ja, ich erinnere mich. Ihr wart noch so klein wie die Blumen in unserem Garten. Aber er ging nach Westen. Sie haben uns nie erwischt. Er verriet nichts. Sogar als... Oh, Elida. Immer wenn ich Edikte schrieb, dachte ich... Ich dachte, meine Arbeit schützt dich vor diesem Krieg. Alles nur Pergament. Fast hätte ich dich verloren. Es tut mir leid, Vater. Hätte ich nur gewusst, all die Zeit, was du durchmachen musstest. Doch jetzt... werde ich mich bessern. Danke für diese zweite Chance. Oh, er hat mit mir geredet. Es wird nie gerecht sein, dass er starb. Doch ich lebe weiter. Für ihn. Die Frage ist, wieso ist er einfach da geblieben? Er hätte einfach hier bleiben können. Gut, dann wäre der Waffenstillstand für den Arsch gewesen. Okay, im Großen und Ganzen mag es sein, dass wäre scheiße gewesen, wenn er hier wäre. Der arme Prinz Itamen. Er ist ja noch ein Kind. Danke, dass du ihn. Aber es gibt immer eine Lösung. Ich meine, er hätte zum Beispiel den Schattenkaja sagen können, hey, ich habe eine Ische drüben und ich werde sie dazu verwenden, um die Leute zu verraten, auch wenn es gelogen ist. Ah, die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher.
Nenn mich Fernand. Quer? Okay, Fernand. Was für ein Vorschlag. Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Was soll dieses Grinsen in seinem Gesicht? Was guckst du so? Ja, genau. Hey, Fernand, meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Ja, was möchtest du? Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Ich hoffe es für dich, Bro. So, ein würdiges Angebot. Begib dich zum Dämmerberg. Ich hasse dich. Warte kurz einen Moment. So. Jedes Mal, wenn ich diese Taste drücke, ploppt bei mir Steam auf, weil mein Controller mit dem PC verbunden ist. Ich wollte diese Taste drücken. Ja, eigentlich ist da noch eine verdorbene Zone, die können wir eigentlich direkt mitmachen, ne? So werden wir das handeln. So, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ich sollte auf dem Weg auf jeden Fall irgendwie mal ein bisschen Heilung einsammeln. Ich glaube, das dürfte recht wichtig sein. Vielleicht werde ich mich nach dieser Folge einmal kurz losbewegen und einfach nur Heilung sammeln. Einfach nur Heilung sammeln. Den ganzen Tag. Nichts anderes. Ja, hallo, was haben wir denn da? Griechenland ruft. Ich hab's schon wieder getan. Ja, nicht. Scheiß Steam! Hören Sie den Sirenenruf des antiken Griechenlands, werden Sie ihm folgen. Die Akropolis, der Stadtberg Lykabettos, der Tempel des Zeus, stellen Sie sich das alles vor. Nicht als die trostlosen Ruinen, die sie heute sind, sondern als die makellosen Bauwerke, die sie einmal waren. Holloway Carp präsentiert Ihnen das ultimative antikes Griechenland-Erlebnis. Eine historische, präzise, holographische Darstellung der größten Zivilisation der Antike. Gestalten Sie Ihr Abenteuer im antiken Griechenland völlig autonom. Spazieren Sie Hand in Hand mit Ihrer besseren Hälfte durch den Pantheon. Wandern Sie mit Sokrates durch die Gassen. Besuchen Sie die Premiere eines Theaterstücks von Aristophanes. Entdecken Sie die Welt des Altertums, ohne Ihren Holoraum zu verlassen. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche Preisempfehlung. Das sind diese Holos, die wir jedes Mal sehen, von der Vergangenheit. Genau so konnten die das auch sehen. Wie es halt damals war. Oh. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ich brauch ganz viel davon. Wow, 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 nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Wo ist das Kackviech? Muss jetzt ganz genau aufpassen, da hinten ist irgendwo ein Pirscher. Da ist er. Und da ist ein Huhn. Oh, der hat mich ein bisschen verjagt. Da ist noch ein Pirscher.
Kommst du jetzt her oder was? Ich werde nicht gegen euch beide gleichzeitig kämpfen. Davon kannst du ausgehen. Ich drehe durch, der kommt nicht her. Du vielleicht? Das ist ein bisschen kacke, ne? Oh. Okay, lieber Pirscher, du kämpfst jetzt gegen den anderen Pirscher. Hast du das verstanden? Ich lock ihn mal an. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. War das jetzt meiner? Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Ja, das war meiner. Aber egal. Scheiße, jetzt muss ich gegen das Ding kämpfen, ne? Wieso habe ich das andere so kalt, so schnell kalt gemacht? Aber der nicht. Ich sehe deine Funken, Bro. Ich mache mir mein Leben schwer, ich glaub's nicht. Wo ist das Kackviech hin? Wo ist das Kackviech hin? Oh Gott, da ist noch einer. Ich laufe. Ich laufe. Nein, 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 nein. Ich wusste nicht, dass da noch einer ist. Alles ist gut. Wo ist die verdorbene Zone? Ich bin dran vorbei. Scheiß auf die verdorbene Zone. Jetzt bin ich dran vorbeigegangen. Noch mehr Pirscher. Ihr wollt mich verarschen, oder? Okay, sie ziehen ab. Schauen wir uns gut um. Irgendwo müssen die hier rumlungern. Oh, Pirscher! Ich weiß, dass ihr hier seid. Ihr kleinen miesen Penner. Ich lock sie mit Absicht an, aber sie kommen nicht. Oder ich bin blind. Habt ihr das gehört? Kurz Aggressionen freilassen. Bestimmt mit der Sonne nicht. Die ist ganz seltsam heute. Ich glaube, wir sind an denen vorbei. Ich glaube, wir sind an denen vorbei. Wenn nicht, dann nehme ich aber sowas von die Beine in die Hand. Das sind drei Stücke mal jetzt jedes Mal. Wäre doch keine Chance. Ich meine, gut, das war vielleicht ein bisschen. Achso, das war nur was zum Einsammeln.
War vielleicht ein bisschen blöd, dass ich meinen eigenen getötet habe, aber ich hatte kein Symbol dafür, dass es meiner war. Gut, er hatte grüne Augen. Mir war es irgendwo doch schon ein bisschen bewusst. Nur ein bisschen. Das hält sich. Lagerfeuer entdeckt. Ja, schön. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal näher. Vögel. Oh. Hoffentlich sehen die mich nicht. Was ist das? Ach da, die Vögel. Es war klar, dass da die Vögel sind. Ey, ja, Mist. Ich hasse die Kackviecher. Der Gemmerberg. Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Soll ich hier runter? Scheißvögel. Okay, okay, okay. Da geht's auch entlang. Wir befinden uns genau an der Stelle. Und da, man muss schwer dahin hinkommen, ne? Also es muss irgendwo weiter oben sein. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Okay, wir gehen mal hinten rum, da sind wenigstens keine Vögel. Ich würde gerne den Kampf vermeiden. Na, sieht doch gut aus. Aber wir wissen alle, wir werden gegen die Viecher kämpfen müssen. Bäh. Ich weiß auch nicht, wieso ich so nicht mehr so viel Schaden mache wie vorher. Ich habe früher immer so viel Schaden gemacht. Soll ich jetzt... ETF? Ach, da lang. Ich wollte gerade sagen, wieso gehe ich jetzt schon wieder runter? Wer hätte das gedacht? Und Lea. Speermädchen! Na klar. Du bist da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Jetzt leg den prachtvollen Speer ab und wir lassen dich leben. Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie! Reine Zeitverschwendung. Ernsthaft, die wissen nicht mal, wo ich bin. Für die Sonne! Ach! Seid ihr Lappen. So, vielleicht lege ich mal drei Pfeile an. So, wo ist der Odin? Ah, da kommen noch mehr. Oh nein, nicht hier lang. Ah, jetzt wissen sie wohl natürlich, wo ich bin. Ich habe mir gerade erst Heilung gesammelt, du Penner. Entkomme den Fremden? Achso, ich hätte auch weglaufen können. Das war der letzte. Aber Vernunft ist geflohen. Direkt zu den Meridian Docks. Jede Wette. Hass. Hass, Hass, Hass. So. Dann gehen wir dahin. So, da sind wir also am Dock. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann konfrontieren wir Vernunft. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.